Hallo Leute! Ja, ich bin doch ein kleiner Glückspilz. Denn ich habe gewonnen. Denn ich habe bei Moldavid gewonnen. Die Bronze. Und ich freue mich so sehr. Oh Mann, ich finde das so cool. Also, ich hätte damit nicht gerechnet, weil da so viele Leute waren. Puppi, wolltest du auch nochmal eine Kamera? Musst du ein bisschen höher, Puppilein. Sag mal, hallo Moldavid. Hallo Zuschauer. Ja, ich habe jetzt das Glück. Also, er hat mir das Päckchen geschickt. Und ich habe es jetzt aufgeschnitten. Oh, Puppi, geh mal rüber. Ich habe es jetzt aufgeschnitten und werde jetzt mal loslegen. Weil ihr habt ja gesehen, die Moldavid hat ausgemistet. Aber ich habe auch gesehen, mit einer Träne im Knoblauch, was mich unheimlich traurig gemacht hat. Aber als ich die ersten zwei, diese ausmistet, gesehen habe, Bronze, da war es um mich geschehen. Sonst hätte ich, Puppi, nimm da mal deine Nase weg. Da war es um mich geschehen, weil das war genau das, was ich bei mir alle gegangen ist, zum Beispiel von der W7. Aber jetzt lese ich auch Puppi runter jetzt hier. Los, ab. Jetzt gehst du hier hin und bleibst. So ist fein, so ist fein. So, ich sehe schon mal einen kleinen Brief. Und ich denke mal, den darf ich vorlesen. Auch ich weiß nicht, was Helga hat, aber die will immer in dem Päckchen rumwühlen. Ich lese euch mal den Brief vor. Liebe Judith, ich freue mich sehr, dass du meine Bronze gewonnen hast. Da ich erstmal. Huhu. Wie du siehst, habe ich dir nicht nur meine Bronze geschickt, da ich vor Wochen schon angefangen habe, etwas bei mir auszumisten. Ist immer mal etwas in einer Kiste gekommen, die ich dir schicken möchte. Ja, ich weiß, vor Wochen hast du das schon erzählt und gemacht, deine Aktion. Aber ich kann das doch verstehen, du hast auch Mengen zugeschickt gekriegt. Ich meine, das ist dann auch irgendwann zu viel, denke ich mal. Ja. Und dann sagt man sich, das kann ich nicht alles gebrauchen oder aufbrauchen. Da hast du schon recht. Ja. Und wenn etwas dabei ist, was du nicht brauchen kannst, dann darfst du das gerne weiterreichen. Ja, weiterreichen. Ich möchte dir einfach eine kleine Freude damit machen. Ich hab dich einfach unheimlich gerne und bin froh, dich zu kennen. Oh, ist das süß. Oh, Schnuppi, Schnuppi. Auf deine Videos freue ich mich immer sehr. Du zauberst mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Bin einfach sehr froh, dich zu kennen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute und drück dich mal ganz fest. Hab dich lieb. Liebe Grüße aus dem Sauerland. Nadine. Ich freue mich. Oh, ich habe mir schon Kaffee hingestellt. Ich könnte euch ja mal ein bisschen weiter weg machen irgendwie. Ich finde, ihr seid mir viel zu nah auf der Pelle. Ja, das reicht ja wohl auch aus, oder? Ja, wir machen erstmal einen Schlucki. Ich bin total aufgeregt. Das Schlimme ist, jetzt habe ich hier Helga auf meinen Schoß und die schnüffelt. Ach, jetzt legt sie ihren Kopf und auf den Tisch. Pff, oh, das ist heiß. Heilsteine. Also Nadine, freue ich mich ganz doll. Weißt du warum? Weil meine Schwester war ja hier und die interessiert sich ja für sowas auch. Und vielleicht finde ich den Einstein da drinne, den ich zu Hause habe, wo ich nichts mit anfangen kann, weil ich nicht weiß, was das ist. Und ich kann ihn auch so schlecht bearbeiten. Das schnöker ich mir heute durch. Heute Abend. Das hätte gestern Abend schon da sein müssen. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Da freue ich mich. Vor allen Dingen lernt man mal was kennen. Und alle, die du angekreuzt hast, die hast du bestimmt schon. Denke ich mal. Und da sind so schicke bei. Das ist gut für meinen Job, wirklich. Dankeschön. Jetzt fangen wir mal an. Herr Puppi, mal riechen. Oh, der von P2. Den hab ich gesehen. Hab ich nicht. Ich hab auch nicht so viel. Also jetzt rieche ich überall dran. Jetzt halt Nase voll. Boah, ist der weich. Da müsste ich doch gleich mal einen von mir aus. Oh, der ist eine schöne Farbe. Boah. Aber der riecht auch, aber nach irgendwie nicht bestimmten. Das war der schon mal. Legen wir uns mal hier hin.
Oh, die Mutti macht Päckchen auf, ja? Puppilein. Oh, da ist der W7. Oh. Oh Mann, ich freue mich so. Ich möchte mal meinen gerne holen. Dann wirst du erstmal kicken. Den kennt ihr alle, den W7. Was steht da drauf? Aha. Oder soll ich mal meinen schnell holen? Also meiner ist wirklich, da ist so ein Loch schon drin. Also so viel in der Pfanne. Also ich habe nur noch den Rand bei mir. Oh, da freue ich mich. Wo ich den gesehen habe, da war alles geschehen bei mir. Da habe ich gedacht, oh, ich möchte ihn. Ich wollte ihn erst noch bestellen. Und zwar für mich und Theresa. Aber nun habe ich den ja schon. Meinen kleinen Rest noch alle machen. Oh, oh nee, der ist so heiß. Das ist aber jetzt kein Bronzer, oder? Ich mag diese Knalldinger. Das ist aber kein Bronzer, oder? Oh, ein Igel! Oh, ist das süß! Oh, scheiß die Wand an, guck mal. Oh nein! Oh, der kommt bei mir in ein Küchenfenster. Puppi, guck mal. Oh, der ist ja süß, wa? Oh, oder kann man das essen? Nee, nee. Nee, was zum Mensch denn? Oh, ist der niedlich. Und der Herbst ist da. Oh, ist das süß, ey. Oh, da freue ich mich total. Säck, guck mal, ein schönes Säckchen. Ah, da ist ein Zettel drin. Da muss ich erstmal raufkicken auf den Zettel. Ja, ihr werdet ja bald von mir ein Glasschmuck-Video noch sehen. Glasschmuck und Kokosnussschmuck und Besteckschmuck und alles, was ich so selber herstelle, werde ich euch nochmal zeigen. Hier ist erstmal ein Zettel drin. Also Puppi liebt ja alles, was schminky ist, und außerdem liebt Puppi... Oh, die schnippelt überall dran rum. Warte. Oh, nee, wa? Dieser Edelstein ist ein Amethyst. Ich fand ihn so schön und möchte dir den jetzt schenken, hoffe es, er gefällt dir. In den kleinen Edelsteinbuch kannst du über viele Edelsteine nachlesen. Auch das Buch schenke ich dir sehr gerne. Oh, da ist ein Edelstein drin. Oh, der Zettel, warte. Ja, das ist mich cool. Oh, da kann ich ja gleich mal gucken. Ich habe ja auch ein paar Steine, die ich immer so umbinde. Mal gleich gucken. Puppi, da ist ein Edelstein drin. Oh, ist der geil. Boah. Nee, so weit habe ich nicht. Oh, ist das hübsch. Oh. Jetzt kommt mir ein Schlucken. Mann, oh, ich habe Gänsehaut wie Hanne. Mensch, Puppi. Oh, ist der hübsch. Mein Gott. Oh, ist der geil, ey. Puppi muss erstmal schnuppern da dran. Riecht nach Nadine, wa? Oh, ist der geil. Ich habe gedacht, so weit geschliffen hätte, aber so weit schicket. Oh, der sieht so toll aus. Oh, ich danke dir so sehr. Der muss hierher. Oh, ho, ho, ho. Da mache ich mir noch ein paar Ohrringe zu. Jetzt machen wir weiter. Da ist Bronzer drin. Bronzer, Bronzer. Ich muss jetzt immer hier über Helga. Hier ist die Bronzer. Die habt ihr ja eigentlich schon gesehen. Von Moore. Ja, da hat sie ja was gesagt von... Das ist schon bald mehr... Das Kim Bronzer, das ist mehr... Oh, Puppi. Oh, du und Schminke, ey. Du liebst so einen anderen Körper. Mutti muss das anfassen. Das riecht wie meine Puppe früher. Ja, das ist so eine... Highlighter, ja. Ich würde das auch als Highlighter nehmen, ja. Oh, der ist schön. Erst habe ich gedacht, naja. Aber nee. Das ist ein schöner Highlighter. Wo ist denn der jetzt hier? Und die Theresa hat mir so einen Highlighter-Pinsel geschickt. Oh, Entschuldigung, gleich zu lachen. Krach mal. Warte, mein Papier packe ich jetzt hier rüber. Und dann lege ich mir die alle schön her. Mit der Firma hier konnte ich nichts anfangen, als du das gezeigt hast. Ist das das? Ja. Damit konnte ich nicht anfangen. Ihr habt die ja bei Moldavid gesehen. Wenn nicht, ich verlinke euch so und so noch das da unten. Aber der ist so. Oh, der ist aber weich. Oh, der ist so aschig.
Das wäre was jetzt für meine Freundin Gisela. Weil die ist von der Haut, ob Sommer oder Winter, die ist immer, sag mal, braun. Die ist immer braun. Aber den, doch, das packe ich mal gleich für meinen Gisela hin. Ich hatte ja auch geschrieben, dass ich nicht nur an mich denke, sondern auch an noch andere Mädels, mit denen ich immer so zusammenhänge und Muschi-Abend mache. Kennt ihr Muschi-Abend? Oh, da habe ich auch gestaunt. Also habe ich eh mal beim Douglas gesehen. Ich meine, ich bin ja selten beim Douglas. Ja, den. Da bin ich ja gespannt. Das ist echt cool für eine Handtasche, ja. Ich habe ja so einen Pinsel von meiner Schwester gekriegt, den man so zusammenschieben kann. Habt ihr alle gesehen? Oh, ist das weich. Brat mir ihn anst durch. Oh, ne, den behalte ich. Oh, ist der schön. Muss ich euch jetzt die Swatches auch noch zeigen? Oh, Swatches. Ich sag Swatches. Ich glaube der wohl nicht, oder? Ich sag jetzt Swatches nicht. Oh, den behalte ich. Oh, das ist doch gerade die Mutti hier. Oh, der ist ja wirklich schön, so klein zu mitnehmen. Oh, ich habe so ein schönes, kleines Kosmetiktäschchen. Da passt doch noch mit drin. Oh, da freue ich mich total drüber. Der Technik, dass es ja so schön ist. Ich freue mich schon auf Kiko. Den da, also da ja, wir sieben und Kiko, dann ist bei mir die Sicherung durchgeknallt. Die anderen Dinger kenne ich alle nicht. Der ähnelt den Hululula. Ach, weiß ich. Da habe ich gemerkt, der tat dir auch ganz schön weh. Der ist auch so weich. Ich weiß nicht mehr, was ihr mir alles riecht irgendwo. Ich rieche nirgends was. Oh. Ne, den behalte ich auch. Oh, den behalte ich auch. Oh, das ist so schön. Da sortiere ich bei mir aus. Ne, so eine schöne Sachen habe ich nicht. Ich habe zwar auch schöne Sachen, aber nicht so was. Die Knallfolie kann ich ja gleich mal aufbehalten. Und das hast du erzählt, der war so unheimlich gehypt hier mit den zwei Frauen drauf. Ja, da bin ich ja auch gespannt. Und der soll riechen. Oh, der riecht ja wirklich nach Kokosnuss. Boah, ist das geil. Boah. Oh, der bleibt bei Mutti. Der bleibt bei Mutti. Oh, alleine schon, wenn man so ein Ding in der Hand hat, ist das schon geil, oder? Ja, das ist so eine, du hast recht, ich bin nicht so ein Blassschnabel. Du hast ja im Video erwähnt, wenn einer ein bisschen dunkler ist, der kann sich das über die ganze Sicht machen. Ich finde, das ist ein wunderschöner Ton. Und dann rieche ich nach Kokosnuss. Uhu, ist das schön. Oh mein Gott, ich muss mal einen Schluck trinken, nicht? Oh, lecker. Mmh. Oh, da ist er. Da ist er. Oh, ich das gesehen habe. Oh, Nadine, du hättest meine Blicke sehen sollen. Ich war, also ich habe ja gelegen, ja. Aber in dem Moment habe ich so eine Augen gekriegt. Oh mein Gott, Puppi, ey, du kannst dir nicht vorstellen. Ich bin ja froh, dass du ein Hund bist und kein Mädchen. Dann müssen wir einen teilen. Guckt euch das an. Oh, ist das süß. Und jetzt bin ich so gespannt drauf. Oh. Oh, der riecht auch gut. Oh, der riecht so kuschelig. Ich rieche jetzt dauernd an irgendwas. Oh mein Gott. Der bleibt bei Mutti. Oh. Scheiß die Wand an, ey. Oh, ist der hübsch. Oh, der ist so schön. Du brauchst dir keine Gedanken machen, das wird hier alles so in Ehren gehalten. Und dafür wird bei mir was drücken. Oh, ich finde das so herrlich. Oh, da freue ich mich. Das waren die beiden Dinger, wo ich gedacht habe, ich glaube es nicht. Meiner fast alle. Und jetzt habe ich das wieder. Oh, danke, danke, danke. Jojo. War da noch was?
2, 4, 6, 7. Das sehe ich jetzt ja nicht. Ah, Mensch, na klar. Der hier. Ah. Oh, ist ja auch schöne Farbe. Oh, der ist auch so schön. Den könnte man auch mal als Lidschatten nehmen. Der bleibt auch bei Mutti. Ja, der bleibt bei Mutti. Der ist so schön. Riecht der etwa auch oder was? Oh, jetzt habe ich schon wieder eine Nase. Hm. Nee, nee, das bleibt schön bei Mutti. Außerdem ist das von Moldawi. Nee, das war der, der so mega Hype war. Wo du sagtest, den muss ich haben und jetzt bist du vernünftig. Du bist immer vernünftig. Wenn du dir jetzt dreimal Haul machst, ist auch dein Ding. Oh, ist der weich. Der riecht auch nach was, aber frag mich nach innen was. Der geht so ins Rötli. Ah, jetzt verstehe ich was. Oh, den hätte ich heute Morgen für meinen Dekolleté genommen. Mm. Der bleibt bei Mutti. Oh, die werden nicht groß getrennt. Es darf nur der hier gehen. Weil ich meine Gisela so versprochen habe. Weil die braucht auch einen Bronzer. Und die kriegt von mir noch einen anderen schönen Bronzer. Aber das ist jetzt was von dir und da freue ich mich so sehr. Cool. Leute, das war die Bronzer. Und wisst ihr, was das Coole daran ist? Die keinen Bock mehr haben, die können jetzt gehen. Quatsch. Was leuchtet denn da schon wieder auf? Oh. Denn die Mutti hat ja zwei Päckchen gekriegt. Und jetzt geht's weiter. Oh, ist das schön? Oh, ich freue mich so. Das ist so Wahnsinn. Oh, das ist Shoppen. Das ist wie Shoppen. Und das tut nicht mal weh. Oh, ist das herrlich? Oh, ich freue mich über den Bronzer. Da wird der gleich Platz gemacht. Ja. Ich hoffe, ihr haltet noch durch. Jetzt muss ich jetzt erstmal öffnen. Oh, ist das gut verklebt. Holla, die Waldfee. Ich kann ja das erstmal aufmachen. Ich mache mal das erst auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Weil das ist ja ein schön verklebt. So, habe ich jetzt geöffnet. Hier steht viel Spaß beim Auspacken. Da. Und hier steht, was nicht gefällt, darf gerne weitergegeben werden. Finde ich total in Ordnung. Sollte man auch tun. Weil ich bin kein Sammler. Oh. Das sieht noch was. Liebe Grüße aus dem Sauerland. Und lauter Herzchen. Oh, so süß. Hm. Erstmal sehe ich hier oben. Oh, ist das ein geiles Gefühl, ey. Oh, das ist ja Wahnsinn. Oh Gott. Hoffentlich reicht mein Akku aus. Oh, dann wird er wieder abgespeichert und nochmal gemacht. Weitergemacht. Von Sacrotan. Ist das eine Dusche? Ja, Duschgel. Toll zum Wegfahren. Nehme ich zu gerne. Was meint ihr, was ich im Urlaub verballert habe an lauter so eine Tüten? Liebling fand das total klasse. Eine Bodylotion. Urea. Kenne ich noch nicht. Bodylotion. Ah, hier ist natürlich diese. Auch so eine teure Firma. Klasse. Oh, schön. Ich habe ja extra mal so kleine Täschchen. Oh, jetzt geht's weiter. Ich fange mal mit was Dünnem an. Oh. Lavera. Pflegemaske intensiv. Heute ist so ein Maskenteil. Ich glaube, heute Abend bin ich so fertig, dass ich mich auf eine Maske freue und auf mein Bett. Oh, schön. Habe ich auch noch nicht. Kenne ich nicht. Habe ich nicht. Das fasst sich ganz komisch an. Kann ich nicht mit anfangen. Oh, du bist ein Schatz. Ich liebe dieses Dresdner Essenz. Also, das ist für mich das Beste, was es überhaupt gibt, ey. Und hier die Sepp. Sprudelbad. Ich habe ja jetzt einen Griff an der Wanne, ja? Weil ich ja durch diese Amputation immer nicht aus der Wanne kam, bei uns. Und jetzt hat Liebling mir so einen Griff angebaut, damit ich mich rauszehren kann. Weiter! Interessiert euch bestimmt ja nicht. Das sind zwei runde Sachen. Die muss ich erstmal hier auspacken.
Lippis. Oh, Lippis. Von P2. Oh, scheiße, ich kann das nicht lesen. Aber ich zeige euch das mal. Ihr könnt das nämlich lesen. Oh, geil. So viele Lippenstifte habe ich nämlich gar nicht. Das ist so ein Newton. Oh, das ist bald so der, wie ich von Kiko habe, wo ich gesagt habe, den habe ich jetzt nicht gekriegt. Klasse. Und so eine schöne Farbe habe ich noch ja nicht. Und, oh, die sind alle so kalt jetzt. Im Sauerland war es bestimmt kalt. Oh, der hat so ein schönes Muster drauf, guck mal. Halte ich das jetzt richtig rum? Das ist bestimmt eine Bangfarbe. Brat mir in einen Storch. Oh, das ist Mutti. Oh, oh, der ist geil. Oh, das ist Mutti. Oh Gott, ist der schön. Oh, der ist so schön. Ja, ich trage sowas. Ich trage Bang. Volle Kanne. Warte, Mutti, muss Papier denn nehmen? Sind noch mal zwei Sachen drin? Oh, oh, Lippis, ey. Von? Wo fängt das an hier? Nee, Pupi, den Kopf kann ich nicht halten. Oh, von Manhattan? Oh, der ist von Manhattan. Ich zeige euch das nur mal so kurz. Oh, der ist von Manhattan. Oh! Oh, der riecht ja. Oh, ist der hübsch. Guckt mal hier, der. Oh, ist das geil. Von Manhattan. Habe ich überhaupt ein Lippenstift von Manhattan? Und wie hübsch. Oh, nein. Oh. Von P2 matt. Nein. Hoho. Guckt euch mal die Farbe an. Oh. Das mag ich euch dahin. Oh. Theresa würde jetzt sagen, scheiß die Wand an. Nadine, brauchst du den Kopf mal getrachtet. Oh, ist der hübsch und so schön und so. Oh, ich freue mich so sehr. Oh, ich fand das immer schon schön, wenn Nati da was ausgepackt hat. Wenn du hier was geschickt hast oder so. Oh, ich habe mich da mal mit gefreut und richtig gefiebert. Oh, so. Ey, jetzt habe ich schon 4 Lippis. Oh, 2 Sachen drin. Ich lobe mir die Tränen. Oh, lauter Scheiße. Oh, ich freue mich so. Ganz ruhig bleiben. Oh, dann so eine schöne Farbe. Das ist voll mein Ding, wirklich. Voll mein Ding. Oh, ich bin so gespannt, ey. Oh, die Verpackung alleine schon. Ich kann nicht mehr sehen. Was mache ich denn jetzt? Max Factor. Oh, pff. Ich hab nichts von Max Factor an Lippis. Oh. Max-Faktor. Oh. Und noch einer. Achso, ihr wollt bestimmt wissen, was das ist. Kann ich die lesen jetzt? In Augen. Oh, ihr müsst schneller lesen. Und denn der hier noch vom Max-Faktor. Oh, ich hab vom Max-Faktor. Oh, scheiße, die Wand an, ey. Oh, ja. Wieso hast du nicht weggegeben? Oh. Oh, ist das cool. Oh, ich hab schon was auf den Mund drauf. Nee, wenn das alles abgedreht ist, so dann. Oh, was gibt's heute zu essen bei uns? Ich muss was Schnelles machen. Ich habe heute keine Zeit. Ich will ja noch Schmuckvideo zu Ende drehen. Und dann will ich ja alles schön insortieren. Und, oh. Das hat mal Sweet Jasmin Baby gezeigt in so einer Verpackung hier. Oh, geil. Und der sieht jetzt, wenn das die Farbe da ist, der sieht jetzt schon so geil aus. Nehme ich noch auf, ja. Oh, nein. Oh, scheiße, die Wand an. Oh, das ist voll Muttis. Oh, das ist voll Muttis. Und die riechen so lecker. Oh, danke, danke, danke. Oh,
Wirklich, ist das geil. Oh, ich habe von Max Factor von Astor. Oh, der geht noch weiter. Oh, hoffentlich hält man. Oh, ist der hübsch. Was ist das? L'Oreal. Oh, da fliegt da einiges bei mir. Oh, Leute. Oh, ist der hübsch, der da. Oh. Oh, Mann, ist das geil. Wie mache ich den auf? Muss ich da irgendwas beachten? Oh, ich krieg den nicht auf. Muss man da irgendwie einen Riegel machen oder irgendwas? Jetzt lass sie bestimmt halb tot, weil ich so dämlich bin, L'Oreal-Lippenstift aufzumachen. Ich krieg den nicht auf. Wie macht man den auf? Trau mich nicht. Muss ich da drehen? Ah, ich muss den drehen. Ah, ich muss den drehen. Och, ist das süß, guckt mal. Ich kenne jetzt nicht, wundert euch nicht. Boah. Hallihallo, Hallöle. Oh. Und der ist so weich, der Nippel hier vorne. Boah, ist das schön. Oh Gott, ey, die kann man überall mal rüberpinseln, oder? Und der sieht so hübsch aus. Oh, oh, hier ist was lange drin. Oh. Oh, Kiko. Oh Gott, nein. Oh, scheiße. Oh. Oh mein Gott. Oh. 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 Mensch, Nadine, da trägst du doch, oder macht dich der tote Lippe, wie du mal sagst. Oh, ist das? Oh, Kiko! Oh, ich freue mich so. Oh, oh nein. Ich hab da ja echt standen, ja. Aber die hatten sie runtergesetzt, deswegen habe ich mir keine gekauft. Oh, ich hab Kiko. Kiko, Kiko. Hier sind kleine Teile drin, ne? Oh, ich kann das. Ey. Das ist so geil. Ich habe eh mal so ganz extrem Video-Pakete gekriegt. Oh, der hier, Leute. Der hier. Den habe ich jetzt versucht abzuwischen. Da habe ich versucht abzuwischen. Geht nicht. Oh, ist geil. Ach, ich weiß jetzt ja nicht, was ich sagen wollte. Was ist das? Oh, scheiße, die Wand dann. Ich hab keine Ahnung. Oh. Das ist ja weich. Das ist so ein Stift hier. Riechen die auch? Oh, nein. Oh, ich kann das nicht lesen. Meine andere Brille ist auf Reparatur. Ihr kennt das alle, wa? Hab ich nicht. hab ich nicht. Perfekter Style. Von Rival de Loop. Von Rival de Loop. Könnt ihr das überhaupt lesen? Sagt mir ja nichts. Oh, den kann man. Oh, der hält ja wie Hanne. Oh. Das ist der jetzt, ne? Der hält wie Hanne. Danke, danke, danke. Und guck mal hier. Stifte. Das sind Lippenkonturstifte. Ich liebe Lippenkonturstifte. Bei mir kommt kein Lippenstift drauf ohne Konturstift. Du bist wahnsinnig. Du bist wahnsinnig. Von P2. Oh. Ich muss euch die jetzt nicht alle aufzählen, oder? Von P2. Von P2. Oh, das ist ja hinten dran noch so ein Ding, da so ein Puschel. Guck mal, da hat hier noch so ein Puschel. Oh, das ist ein richtig, ich sag mal, oh, ist ja weich. So Koralle Pink. Da. Oh, mein Mann knurrt. Von B2. Oh, ist der schön. Da. Von P2.
Und der hat hinten so ein... Oh, der hat auch so ein Puschel. Ach, da muss ich ihn zeigen. Geil, so habe ich alles nicht. Also bis jetzt ist hier nichts doppelt, will ich dir was sagen. Und das ist auch was hier. Alnatura. Oh, der da. Oh, die sind alle so butterweich. Oh, ich freue mich so sehr. Oh, ein Lippenkontur, stimmt, ich glaube es nicht. Und noch eh davon. Oh, ich bin jetzt erregt. Oh, ich kann ja nicht lesen. Pieper Lipline. Das muss ich rauskriegen, von wem? Von Pieper? Zeige ich euch. Kenne ich nicht. Kicke ich mir ja alle mit meiner anderen Brille an, wenn die wieder heile ist. Oh! Und das ist der da. Oh Gott, nee. Ich liebe Lippenkonturstifte. Und das ist ein ganz langer. Von NYX. Oh nee, nee. Oh, von NYX. Guckt mal. Da. Der da. Oh, von, und so ein langer Teil, oder? Oh, ist das geil. Oh nein. Oh, ich freue mich so. Danke, 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 ey. Oh nein. Und ich habe nichts. Ich habe mir bald gedacht, dass ich nichts doppelt habe. Ich habe ja keine Ahnung von sowas alles. Jetzt gucken wir mal hier. Nehme ich nur auf. Ja. Oh, mein Akku verranzt bald. Von Manhattan. Oh, schon wieder Manhattan, ey. Oh. Oh, ist der geil. Oh, der Herbst kann kommen. Oh, der riecht noch so gut, ey. Oh, der riecht richtig lecker. Ich muss die alle auf meine Gusche ausprobieren. Oh, cool, von Manhattan. Oh, bei mir wird sowas von... Also mein Gisela, die ist dann so scharf auf ein paar kleine Sachen von mir. Aber, oh nee, oh, ich bin so erregt. Puppi bleibt ganz geschmeidig. Du bist echt, dass man in so Karton so viel rinkriegt, hätte ich nicht mehr gedacht. Oh Mann, die habe ich gesehen. Die haben immer ganz viele gezeigt. Von Essence. Warum zeige ich euch die Nummer überhaupt? Oh, der ähnelt dem Furien. Der ähnelt dem total. Warte. Nee, der ähnelt dir nicht. Überhaupt nicht. Muttis. Von Alverde. Oh, das ist bestimmt ein Bangton. Oh. Könnt ihr das sehen? Ach. Das ist die 60 von Alverde. Oh, 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 oh. Der hat so einen Perlschimmer. Der ist echt mal so für zwischendurch. Da. Oh, der ist schick. Oh. Die riechen gut. Ich liebe Lippenstifte. Weil die riechen wirklich gut. Ich habe ihn erst gehabt und der war von meiner Mutter, den habe ich weggeschmissen. Aber den habe ich so beiseite gepackt, nur als Andenken von meiner Mutter. Oh, geil. Wollte ich den wieder abwischen? Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Oh, wenn mein Liebling jetzt käme, der würde ausrasten. Nein, wo hast du das ganze Zeug her? Oh, ist das geil. Oh, wieder so ein hübscher. Der ist aber bestimmt wieder irgendwie von so einer Marke, wa? Oh Gott, ich sehe das immer alles nicht wie ihr. Ich zeige euch den, aber so sieht das schon mal schick aus. Oh, das ist ja so eine geile Farbe. Oh, Muttis. Oh, guckt euch das mal an. Oh nein, ey. Oh, der riecht nach Kokos. Aber von wem bist du denn? Ich kann jetzt hier stundenlang raufgucken.
Da ist noch so viel. Muttis, alles Muttis. Und von... Wie? Von der teuren Firma hier, Oh Gott, ich mach das ja aussprechen. Ich zeige euch das und ihr wisst das denn. Ich sage es lieber nicht. Ich spreche es nervös verkehrt aus. Sanjil Vines oder so ähnlich. Oh, ist der süß. Guckt euch mal das an. Oh Gott, ey. Der fällt mir auch. Oh. Und der ist so butterweich. Oh, ich möchte ihn da ein bisschen drauf schmieren. Oh, der ist so schön. Der ist von dieser Firma Sanjil Vines. Hat der Magnet drin? Wow. Oh, danke, danke. Oh, geil. Nein. Das geht noch weiter. Oh, das ist noch so viel. Oh, da ist echt der Burner drin. Oh, bist du verrückt, ey. Entschuldigung, Puppi. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Puppi. Was ist das für ein hübsches Teil? Oh Gott, das blendet auch alles jetzt durch die Softbox. Maybelline. Von Maybelline. Oh, brat mir in den Storch, ey. Oh, der riecht. Wisst ihr noch, was der riecht? Wie so Waldbeeren. Oh, ist der hübsch. Oh Gott, nee, das kriege ich alles. Oh, scheiß die Wand an. Oh, nee. Oh, der ist bestimmt auch wieder so ein Bangton. Oh, du hast so eine tolle Wahl getroffen, ja? Von Catrice. Oh, Choco. Oh, ich liebe das. Schoko? Ey, das sieht aus wie Schoko, oder? Und guckt euch mal hier. Oh, und so butterzart. Oh. Du hast eine Wahl ausgetroffen zwischen leicht und nude und bang und... Oh, nein! Oh Gott, ey. Ich hätte dich ja so dabei beobachtet. Ich habe so viele schöne Lippenstifte jetzt. Ich habe heute auch schon eh gekriegt. Kiko! Oh, oh mein Gott, nein, guck mal. Ach, verzeih ich euch das. Ihr kennt doch Kiko. Oh nein. Oh, 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 oh nein, das ist Kiko. Danke, danke, danke. Ich freue mich so sehr. Ich will ja nicht rumquaken. Oh, das hat. Guck mal, der ist so schön. Magst du ihn nicht dahin setzen und kuscheln, Mem? Da? Mach mal, Puppi. Oh, der ist so schön. Oh, Mann, ey. Nee, Puppi, nicht auf. Ja, da kannst du machen, dich hinlegen. Ja, so schön. So schön, ja? Oh, das klappert. Oh, das klappert. Hoffentlich ist es kaputt hier. Oh, nee. Oh, als wie das mein Baby jetzt ausgemistet hatte, habe ich gedacht, oh, Milani. Ich habe Milani? Milani. Habe ich nämlich von Butz mal was gekriegt. War das von Milani? Ich glaube ja. Oh mein... Oh, mit Pinsel und alles ist da drin. Oh, nee, das gefällt mir. Oh, das ist so ein Aprikot. Ach, Mama, ich kann euch ja was hinten zeigen. Oh, das sieht so edel. Oh, den mitnehmen, so viel unterwegs. Oh, sieht ja schön aus. Sweet as im Baby würde sagen, das gibt einen schönen frischen Ton. Oh, ich bin so aufgeregt. Aber ich zeige euch das nur kurz, okay? Oh. Blush! Du hast sie vom Blush hier drin. Oh, alle Muttis. Das ist so komisch, so auf und ab. Habe ich noch ein paar Minuten? Ja. Ist das edel. Oh, Cap. Boah, ist das schick, ey. Guck mal. Boah, ist das hübsch.
Oh, ist das schick. Was ist das? Ein Highlight habe ich jetzt mitgekriegt. Oh, ich ist das, das sieht schon so edel aus. Butterzart. Oh, meine Sch... Wo habe ich das hingemacht hier? Oh, der hat so einen leichten Schimmer. Oh, da rücke ich doch gleich was von mir raus. Oh, nee, den behalte ich. Oh. Oh. Hier ist irgendwas Komisches. Ist wie eine Tube. Nein! Sag mal, bist du bescheuert? Aber ich freue mich trotzdem. Guck mal, vom Kiko-Pinsel. Das allererste Produkt in meinem Leben, was ich in der Hand hatte, war von Kiko und Pinsel. Oh nein, guck mal. Oh, die ist so verrückt. Oh, oh, ich kann es sagen. Bubi, guck mal. Oh, danke, danke, danke. Oh nee, Kiko Pinsel in zur Eva-Tasche, finde ich ja cool. Das ist mein zweiter Pinsel von Kiko. Ich habe so Stinktierpinsel, weil ich den unbedingt brauchte, weil ich nur so in vernünftig den gekriegt habe. Oh mein Gott. Das darf mir ja kein zeigen. Das darf mir nicht zeigen, das lobt dir so kein Schwein. Oh, von Kiko habe ich einen Pinsel jetzt. Oh, jetzt müsste meine Schwester und Anna hier sein. Ich glaube, die würden hier auch total austicken, ey. Oh, der ist aber schwer. Bijou. Heißt das so? Nennt man das so? Das ist auch so eine teure Firma. Der ist schwer. Oh Gott, ey. Brat mir ganz durch. Und wieder so eine Bangfarbe. Oh, der ist aber... Oh, der ist schön. Guck mal. Ich liebe diese kräftigen Dinger. Ich liebe die Nude. Ich liebe so Rosé. Der ist ja edel. Bijou. Vom Bijou habe ich noch nie was gehabt. Oh, ich habe jetzt, guck mal, Kiko. Manhattan Astor. Oh, ich kann das nicht fassen, ey. Kiko, oh, ich werde verrückt. Das ist ein Karton. Oh, Kiko. Oh, nein. Du hast gesagt, da wird was von Kiko drin sein. Oh, könnt ihr das lesen? Ich zeige nur kurz, weil ich habe echt nur noch 29 Minuten. Na, oh mein Gott. Oh, ist der schön. Oh mein Gott, das rückt die raus. Oh, das riecht wie Babypuder. Oh mein Gott. Und das passt so schön von der Schachtel her. Oh, wo ist er denn? Guckt mal, das passt genau zusammen. Oh, ist das geil? Nein. Oh, oh, danke, danke, danke. Oh, ich bin so aufgeregt. Das ist voll cool. Ach so, ja. Das lobt jetzt nicht, aber ich auch nicht. Mein allererster Lippenstift vom MAC. Boah, ist das geil. Ich kann nicht mal ein Wort um Wort lesen. Ich habe einen MAC-Lippenstift. Oh mein Gott, ich freue mich so dermaßen. Ich muss mal kurz Schluss machen. So, jetzt bin ich wieder da. Und ich hoffe, nee, probier's nicht. Ich hoffe, ich habe mich jetzt ein bisschen gefangen. Oh, muss erstmal meinen Kaffee trinken. So, jetzt mache ich weiter. Das ist ein großer Turm. Oh Mensch, ey, ich muss mir den nochmal angucken. Oh, guckt euch mal den an. Oh, ist das geil. Ich habe einen MAC-Lippenstift. Manch einer kann das ja nicht verstehen, aber ich, für mich ist das was ganz Besonderes. Das wird für viele was Besonderes sein, aber jetzt mal weitermachen.
Oh, den kann ich meine Gisela geben. Ich glaube, den habe ich schon. Das ist Pulver. Ich habe Creme. Oh, bang, bang. Oh, der riecht gut. Guckt schnell. Oh, der ist wunderschön. Ein Blush. Oh, das fand ich immer in den Videos gut. Und ich glaube, den hat jetzt Sweet Jasmin Baby auch irgendwie. Nee, war das der? Nee, ein anderer. Oh, so ein Babyrosa ist das. Kann ich den euch hinmachen? Jetzt sagt Sweet Jasmin Baby mal. Das wäre jetzt der absolute frische Kick. Oh, ich bin jetzt ein bisschen ausgelaucht jetzt durch meinen Rumquaken. Behält die Mutti doch. Jo. Oh, ich werde bei mir sowas von aufräumen und schön machen alles. Altera, oh, der sieht ja auch geil aus. Könnt ihr das sehen? Mensch, hast du ausgesehen, das ist ja Wahnsinn. Oh, ich könnte mich von einem jetzt ja überhaupt ja nicht trennen. Oh, das ist auch so ein schöner Ton. Oh, nee. Oh, du kannst jeden Tag was anderes tragen, ey. Wo habe ich denn jetzt hingemacht? Da. Oh, nee. So schön, der bleibt auch bei Mutti. Wenn ihr wisst, wie das hier aussieht, ey. Oh, ich kann ja mal kurz herschwenken. Oh, boah, boah. Und von Catrice. Ich kenne das alles nur aus den Videos, weil ich komme ja nicht so oft dahin zu DM. Ich meine, vielleicht ist so ganz gut. Habe ich auch noch nie gesehen. Kann man da beides zusammennehmen? Bestimmt war. Oh, das ist so ein. Ich mag ja sowas. Ich habe euch den mal jetzt auf dem Daumen. Oh, ist der weich, ey. Ich rieche jetzt an alle, seitdem ihr da rumriecht. Da auf meinen Daumen. Oh, ist das geil? Nein. Oh, ich freue mich so. Blush und Bronzer. Nee, ich würde das beide zusammennehmen. Oh, ist das hübsch, ey. Oh nein. Alles so schick und so. So edel sieht das alles aus. Und da ist auch so viel drin. Nehmen wir nächste Bäckchen. Meine Mutter hat wieder gesagt, Heuro, ich brauche sie immer weniger pinkeln gehen. Boah, ist das hübsch. Oh, von Altera. Rouge-Schimmer. Oh, Rouge-Schimmer ist das. Ja, das ist doch ein Highlighter. Für mich ist das ein Highlighter. Oh, sieht man. Durch meine Fleckenhaut sieht man das und so alles ein bisschen schlechter. Da ist es. Da schimmert es. Oh nein. Das ist ein schöner Highlighter. Oh, ich kann highlighten ohne Ende. Aber ich werde bei mir was rausnehmen. Und werde das wirklich weitergeben, weil da freuen die sich mich auch. Aber das kann man ja nicht. Also bis jetzt ist hier nichts doppelt. Nur wo ich dachte hier, der hier. Aber ich habe den als Creme und den gebe ich dann weiter als Creme. Obwohl ich jetzt mit Creme gut klarkomme mit dem Ebelin-Ei. Oh mein Gott. Oh, von Manhattan. Mm. Die sollen so gut pigmentiert sein, habe ich mal gehört. Wo kann ich denn die jetzt da hinmachen? Ja, ich mach die mal. Das will ich jetzt aber wissen. Oh mein Gott, sind die pigmentiert? Oh, ihr werdet alle kennen. Ich aber nicht. Oh nein. Die sind so schön. Jetzt blinkt da schon wieder was. Oh, ich werd verrückt hier, ey. Oh. Oh, jeden zwei nur auf und dann muss ich wahrscheinlich erstmal meine 4 Minuten oder was zeigt das mir. Muss ich immer meine Kamera leer machen. Oh nein! Oh, den freue ich mich ja. Der ist da. Oh. Oh, da freue ich mich auch drüber. Oh. Oh, das ist eine richtige Bangfarbe hier, guck mal. Das ist ein Creme. Oh, der riecht gut.
Wirklich mit Ebelin-Ei, weil mein Beauty-Blender, der Originale, das ist mir zu schade für, aber dann kurz rintüppeln und dann, oh, wie schön, drei Blushes und der ist ja wunderschön. Hier. Oh. Oh, Mann, ey. Kann ich überhaupt noch mit, ja, kann ich noch. Hast du den nicht vor kurzem erst gezeigt, irgendwie? Na, das ist, das bleibt auf jeden Fall bei mir, also das geht ja gar nicht. Das geht gar nicht. Und der bleibt auch bei Mutti. Oh, ich kann noch. Oh, das ist ein Rosenholz. So ein für den Winter. Oh, da ist er. Oh, der ist auch so schön. Oh, ich freue mich so, ich freue mich so. Ich muss mal meine Kamera lernen. Ja, und dann sehen wir uns nachher nochmal wieder. Oh, das tut mir so leid, aber meine Speicherkarte ist nicht so groß. Bis dann. So, nun kann ich weitermachen. Hm? Oh, ich habe schon mit ihr gesprochen, ob sie verrückt ist. Oh, Art Deco. Oh, Art Deco. Art Deco ist auch so teuer. Oh, ich denke mal, könnt ihr halbwegs lesen. Was ist das denn? Ein Puder? Oh, sieht das geil aus. Oh, guckt euch das mal an. Was ist der Mann dort? Oh, mein Handy brummt. Highlighter und Eyeshadow Puder. Boah. Ist das. Oh, sieht das elegant aus. Und so hübsch. Oh. Oh, sieht das geil aus, wa? Seht ihr ja. Oh, von Art Deco. Boah. Weiter. Lippi? Lippi? Oh, Kiko, Lippi meine ich, Kiko. Das ist die 900. Den hat sie, glaube ich, schon mal aufgehabt. Da hat gesagt, da tut ihr nicht gut. Aber den kann man mischen. Ja, da ist er. Oh, die riechen mal so lecker. Oh, cool von Kiko. Oh, ich habe Kiko, ich habe Art Deco, ich habe MAC, ich habe Max Factor, Astor. Oh, was ich alles habe. Oh, ich habe ja schon so viel Papier, ey. Ich habe ihr versprochen, nicht mehr zu heulen. Die habe ich vor kurzem erst gesehen. Und ich gucke mal ihre alten Videos an und da habe ich gedacht, oh mein Gott, ey, die hättest du dir auch gekauft. Och nein, guck mal, da. Ich glaube, die Butzlux auch. Oh, scheiße, ist das geil. Oh, ist das hübsch. Oh, ich sehe die ja nicht. Oh mein Gott. Oh, wie kannst du die weggeben? Oh, ich würde das nicht machen. Ich könnte das ja nicht. Oh. Da freue ich mich so dermaßen. Oh, ist die schick. Oh, ist die schick. Du bist so ein Schatz. Oh, ist das geil, ey. Mann, ey. Ich verspreche dir, ich heule jetzt nicht mehr. Glaube ich jedenfalls. Oh, das ist aber schwer. Oh, ich fand die so toll, wo ich die immer in den Videos... Oh, ist das Ding schwer? Was ist denn mit... Die fand ich so cool. Oh, nochmal Art Deco. Ich werd verrückt, ey. Oh, nee, muss ich aufmachen. Oh, nein. Oh, ist das eine schöne Palette. Oh, nein. Das Grün ist ja der Burner. Jetzt aber gut, die nutzt du. Mann, oh Mann. Ich glaube, das ist das Burner. Ich wünsche mir ja seit Jahren zum Geburtstag einen Gutschein mal von DM oder von Douglas. Ich habe so schöne Sachen. Das ist ja schon bald wie DM und Douglas in Kufen. Oh, alle Farben sind so schön. Mann, ey. Oh, ich freue mich.
freue mich so. Und ich sitze so gerne an meinem Schminki-Schmink. Oh, guckt euch mal die Farben an. Nehmt das Grün. Ich habe so lange, ein bisschen lange Fingernägel. Da ist es nicht leicht, darin zu kommen. Da ist das Grün nochmal besser. Oh, scheiße. Und das ist ein Blush. Und der ist auch so weich. Oh, ist der schön. Das wird jetzt mein Baby das absolute frische Ton. Von Art Deco. Oh. Oh Mann, ey. Ich würde alle so eine High-End-Produkte ja nicht weggeben. Oh, das könnte ich gar nicht aussortieren. Oh, mein Herz. Das ist wie Weihnachten und Ostern auf jeden Tag. Oder noch mehr. Habe ich noch alle genug. Sieht gut aus. Oh, den habe ich gesehen. Im Video. Da, den kennt ihr alle. Oder jedenfalls fast alle. Oh, da wird sich meine Freundin aber auch freuen. Oh, den hat sie wirklich noch gar nicht benutzt. Oder mal so rumgewuschelt. Oh, wie schön. Oh, wie schön ist denn das? So richtig drin rumburschen. Mmh, cool. Da freue ich mich. Oh, das kann man bestimmt als Highlighter nehmen, oder? Was steht da drauf? Beauty. So, jetzt habt ihr gelesen, wo die Wären totschen. Oh, ist das schön. Und das noch ein bisschen ist da noch drin. Oh, also das Gefühl, Aline, ja, habe ich bei meinen Dingern nicht. Oh Mann, ey. Die könnte man auch so schön als Highlighter. Ich mag ja sowas. Der hat so einen richtigen kleinen Rosé-Ton. Gut, das sieht man eigentlich in der Kamera. Mmh. Oh, ich muss das nochmal machen. Oh, ist das geil. Oh, das ist ein schöner Highlighter. Mutti. Und von Catrice. Oh, alleine die Verpackung sieht ja schon geil aus. Oh, das ist ein limitierter sogar. Könnt ihr das gut sehen? Oh Mann, ey. Sweet Jasmin, Baby, guck mal. Und sonst da draußen, die das mögen. Oh, der ist so schön. Oh, ist der schön. Oh, hab ich jetzt gewackelt? Entschuldigung. Oh, geil. Mutti. Oh, eine Nyx-Palette habe ich. Oh, guck, du machst Muttis Rücken schön warm. Oh, hier ist nochmal so ein schwerer Ton. Oh, da werden sich meine Mädels aber freuen. Ein bisschen was gebe ich aber auch. Aber nicht alles. Oh, hat sie mit Gummi zusammen gemacht. Oh, guck mal. Ich liebe diese Dinger. Ich habe davon auch ein paar. Oh, den habe ich nicht. Den habe ich nicht. Und den habe ich nicht. Und den weiß ich nicht. Oder? Oh, ist der hübsch. Der ist so pinkig. Scheiße, ey, das ist ja Wahnsinn. Oh, ich könnte jetzt ja nicht mehr heulen, weil ich einfach jetzt... Oh, das ist auch so schön weich. Oh, lieber Gott, hilf mir. Hilf mir. Und der hier? Ist das was dieses mit dem Aprikot? Nee. Doch, mit Aprikot. Ich glaube, mit Aprikot habe ich auch. Oder freut sich über den... Oh, der ist auch so schön. Da. Oh, da freut sich aber, wenn mein Giesel, aber ich muss erst gucken. Mmh. Oh, der Pink hier ist ja auch wirklich schön. Den hatte ich ja schon. Und dann diesen braunen Ton, da freue ich mich drüber. Das ist die 070. Toffee Funny oder wie heißt das? Oh, ich kann nicht lesen, ey. Dürfte jetzt nicht blinken. Oh ne, die kann man nicht rausrücken. Die kann man einfach mal als Blush nehmen. Da. Oh, der ist ja Blush. Oh, geil.
Und ich habe so eine schöne Schachtel, da passen noch welche drin. Das sieht so schön aus. Rubbel, rubbel. Ich komme mir vor, als wenn ich Rotlauf schon habe, ey. Hier ist was ganz komisches Format. Kann ich nicht mit anfangen. Oh, was ist das? Von Kiko, von Kiko. Oh, was ist das? Oh, hat sie so süß mit Gummi alles gemacht. Oh, von Kiko. Das ist ein Kajal. Oh, ist der weich. Ganz weich. Ein Kajal von Kiko. Oh nein. Das ist auch ein Kajal. Oh, ich habe nur so eine Farbe. Gibt es ja nicht als Kajal, oder? Oh. Oh, ist der weich. Das kann doch kein Kajal sein. Cool Kajal. Den würde ich als Lippenkonturstift nehmen. Oh, ist der geil. Oh, und ein Ticket grün. Ich muss halt meine Gummi abmachen. Boah. Mann, sind die weich. Oh nein, ey. Das ist ein Kajal. Oh, der ist schön. Und ich habe vom P2 so einen dunklen. Der passt mit dem hier zusammen. Da könnte ich hier vorne ein bisschen heller und hinten ein bisschen dunkler grün machen. Oh, schön. Irre, irre. Von P2, was ist das? Das ist ein Eyeshadow. Von P2. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ja keinen Bock, euch das so lange zu zeigen. Oh, ich sag nichts. Ist das ein schönes, so ein Schlammgrün. Oh, geil. Was ihr alle so kennt. Oh, ist das schick, guck mal. Oh, ist das Hammer, ey. Das mit so einem braunen, oh, ich freue mich so. Nee. Oh, bei mir wird sowas von, ey, ich muss ja bloß Jas heben und dann muss ich irgendwie alles schick machen und dann hänge ich nur noch im Bad heute. Von Manhattan. Oh, wenn ich das mal, das blendet so durch diese Softbox. Da muss sie doch stehen. Also, wäre das von Manhattan hier heute? Ja, eine schicke Farbe, guck mal, so metallisch. Da muss ich mal kicken, was das ist. Das ist bestimmt mal fürs Auge. Oh, das knallt ja mal richtig. Oh mein, ist das geil, ey. Oh, das ist was fürs Auge. Das kicke ich mir ja alles nur mit Lupe an. Oh, ist das eine hübsche Farbe. Das kann kein Lippenstift sein. Oh. Oh Mensch, ey. Ein bisschen hat Mutti noch. Da hat die Nadine das echt gut mit mir gemeint. Oh, guckt euch mal die an. Die kennen auch so viele von euch. Und wenn die noch gut pigmentiert ist, weil die Farben sind ja auch voll mein Ding, dann freue ich mich zwittloch in Arsch. Ja, der dunkle ist aber. Das ist dezent. Nö, ist nicht dezent. Oh, hab ich ja wieder toll gemacht. Oh, die sehen so schön aus. Ich finde, das ist so schon hochwertig gemacht. Findet ihr das nicht auch? Achso, ihr wollt immer wissen, wie das heißt. Joghurt. 100. Rosenjoghurt ist das. Oh, cool. Oh, das Braun und dieses eine Helle finde ich ja so Hammer. Oh mein, ich wollte jetzt das hier abwischen, das geht ja nicht. Oh, brat mir in den Storch. Oh, ich muss, nee, ich räume hier nicht rum. Das ist ein dicker, fetter Stift. Nee. Das ist von Kiko. Hä?
das könnt ihr ja nicht sehen. Ah, das ist ein Highlighter. Das ist ein Highlighter. Habe ich wieder eine tolle Stelle gemacht. Oh, von Kiko ein Highlighter. Da ist ein bisschen was dran noch. Ja, jetzt sieht man besser. Oh, ist der schön. Guck mal. Oh, der hält bestimmt auf die Hanne. Den werde ich mir dann ins Innenwinkel geben oder mal so oben drauf. Oh, von Kiko. Oh, ich sage dir, du könntest eine Schachtel scheißen. Hops, da steht Kiko drauf. Oh, das werde ich so alles ehren und schätzen. Ey, das gibt's ja nicht. Eine Wochenend-Ratzfatz-Palette. Ist das von Rivale Loop? Ja. Bin ich aber gespannt. Der Weiße ist schon mal gut. Der andere auch. Oh. Boah. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Und das ist was cremiert. Irgendwas cremiert. Ah, das ist ein Creme-Highlighter. Boah. Immer zum Wochenende mitnehmen. Oder wenn es mal morgens ganz schnell gehen soll. Cool. Cool, 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 cool. Oh. Ey, der Highlighter ist echt der Burner. Oh Mann, ey. Selbst dieser Konturenstift, dieser Kohlkajal, der geht nicht ab. Oh. Ich werde erstmal meine Hände in Fett, in Creme. Hier ist noch so ein Brocken. Oh, das klappert. Ich muss vorsichtig sein. Ach, da war ich damals im Kiko beim ersten Mal. Da hatten sie die so eine Verpackung da. Oh, scheiße. Das ist eine Palette. Oh, die sieht so edel aus. Ach, guck mal, wie edel die aussieht. Nein. Oh, das gibt's doch ja nicht. Oh. Scheiß die Wand an. Oh, ist das geil. Das könnte ich nie weggeben. Nee. Nee. Also, Molder Vita können wir sagen, was wir wollen. Da kommt aber Rivale Loop nicht mit. Oh, scheiße. Oh. Oh, da freue ich mich so sehr. Und wie edel das aussieht. Oh, und noch mit Kartönchen. Oh Gott. Danke, 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 danke. Oh, ich schätze das so sehr. Weil ich habe echt für manchen hier bei uns aus dem Ort, da habe ich vielleicht viel. Aber wirklich, jetzt nachdem werde ich bei mir sagen, du darfst gehen, du darfst gehen. Und dann, weil ich habe so eine Schätze, ich habe so eine wertvollen Sachen. Dankeschön, Dankeschön. Oh, scheiße. Oh, jetzt das noch, dann habe ich noch zwei. Und dann haben wir die geschafft. Habe ich noch so viel? Ja, haut alles hin. Das ist schwer. Oh. Ey, Nadine, bist du echt nicht ganz dicht in der Rübe. Oh, guck mal. Ich weiß ja nur noch nicht, was da drin ist. Limitierte Edition. Am besten man guckt drin, ja. Das hat sie mal im Video gezeigt. Oh, scheiße, die Wunder. Mh, das riecht parfümiert. Oh, ist das geil. Ich finde das gut. Guck mal, oh, auf meine Hände. Ich muss das auf dem Arm machen. Da. Oh, ist das der Hammer. Oh, das hat sie gezeigt. Da hat sie noch irgendwie mit anderen Punkten. Und da habe ich gedacht, oh Mensch, wenn das matt wäre, wäre auch cool. Und das ist matt. Oh, wie schön. Das ist matt. Oh. Guck mal. Von Art Deco. Oh, warte, wo man da drin sein mag. Hä? Da ist so eine komische Hand mit dem Topf drauf. Ups. Na, ich könnte das so nicht sehen. Ich lasse mich einfach überraschen. Das ist ja Schimmer, Schimmer. Oh. Mensch, du hast aber auch Schätze, ey. Also, der möchte ich ganz ehrlich gesagt nicht wissen, was du noch da hast. Das war
Kühlt hier drin ist. Ach so. Ah. Da ist es. Oh, was ist das? Das schimmert, das ist ja so hübsch. Oh, ist das hübsch. Oh Mann, nee, ist das schön. Das ist so Rosé-Aprikot. Und man denkt erst, wenn man so rinkiekt, denkt man, boah, das funkelt. Aber das ist so angenehm, so schön. Das sieht auch so schön aus. Aber warum ist da die Hand drauf? Das liest die Mutti sich alles so durch. Und dann habe ich noch eins. Und das sieht ziemlich monstermäßig aus. Ahaha! Den habe ich vorhin gemeint. Den habe ich schon. Oh, ist das cool. Für unterwegs ist das wirklich ein Bombenteil. Vor allem, wenn man das erste Mal schon mal gewaschen hat. Ich finde das total klasse. Danke dir. Oh, schön. Da habe ich irgendwie eben in meine Tasche und wenn der andere dann irgendwann mal krachen geht, kann ich mir den nochmal verstauen. Und das letzte. Toro. Und das ist so ein Monsterteil. Oh, ey, was in so einen Karton darin passt, ja. Oh, ich freue mich so. Kaviar. Irgendwas mit Kaviar von Catrice? Hä? Oh, ich glaube, so hat sie auch schon mal verlost. Oh, mit Folie, alles noch original Standard, ey. Oh, das ist ja pigmentiert. Das ist so ein Fliederton hier an der Seite. Oh, ich mach das mal anders. Ja, ich mach das dahin. Ja. Das ist so ein Rosé. Oh, das ist Ludwig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh. Ich komme überall Düfte her. Ich weiß nicht, woher. Ich hoffe, man kann das bei euch jetzt in der Kamera gut sehen. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt drauf? 2, 4, 5. Oh, ich weiß ja nicht, was ich jetzt zuerst drauf gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Natürlich habe ich das so mordsmäßig toll. Da jedenfalls die ganzen bunten Streifen. Oh, das ist gut pigmentiert. Da ist ja noch ein Pinsel bei. Was ist das hier für ein Stift? So ein kleiner süßer Stift noch mit bei. Oh, der ist ganz weiß. Ganz weiß und ganz weich. Ah, bestimmt für die Augen. Für die, ne, ja, klar, für was denn sonst? Oh, cool! Und da die so pigmentiert sind, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nie gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Oh, wie schön! Hammermäßig! Oh, cool! So original, noch mit Folie und alles. Und auch eine hübsche Verpackung haben sie dir entfallen lassen, wa? Das war eine limitierte Edition. Boah, wir haben es geschafft. Oh, ich bin so froh, dass wir Moldavid vorhin noch mal kurz sprechen konnten, damit ich mich beruhige. Ich möchte dir ganz, ganz dolle danken. Und ich freue mich so sehr, dass du das gemacht hast. Und ich staune, dass du so eine tollen Sachen aussortiert hast. Ich glaube, das tat dir schon weh. Aber ich verspreche dir, das wird in Ehren gehalten. Und ich danke allen, die durchgehalten haben, die jetzt noch bis zum Schluss geguckt haben. Das hat sich echt gelohnt für mich. Ich freue mich so sehr. Und jetzt räume ich hier erstmal alles weg. Dann bereite ich für den Haushalt alles noch so ein bisschen vor. Und dann gehe ich an meinem Schminkitisch. Ja, da könnt ihr euch ja vorstellen. Da wird probiert, gemacht und getan. Also wenn mich heute einer sucht, ich bin im Bad. So, ich danke euch allen, meinen neuen Zuschauern. Achso, ich weiß nicht, was ich noch sagen wollte. Ja, ich habe es ja schon erwähnt. Ich drehe jetzt die Tage ein Schmuckvideo, aber ich versuche da zu teilen, weil es wahrscheinlich sonst zu lang wird. Über Glasschmuck, Holzschmuck, Kokosnussschmuck, Besteckschmuck. Und wer da Interesse hat,
der sollte wieder bei mir reinschauen. Ja, ich werde aber erst noch ein bisschen zurückhalten müssen, das Video. Erst müssen zwei Päckchen unterwegs sein. So, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, ein schönes Wochenende. Dir danke ich nochmal ganz, ganz doll und schicke dir fette Sabberküsschen. Und ja, glaubt mir, es gibt viel, viel Schlimmeres, als mir zuzusehen. Und jetzt habe ich halte mir aus, ich muss im Bad. Bis dann, ciao!